Ja, die Nachkriegszeit 1945. Der Krieg war zu Ende und die Engländer zogen bei uns ein. Wir hatten ja noch Glück. Die waren recht freundlich und nett, die Engländer. Es kam mal ein Panzer in unsere kleine Straße, aber die waren sehr freundlich zu uns, haben uns Süßigkeiten gegeben. Also man kann nichts dazu sagen. Nur, es war trotzdem eine harte Zeit. Denn das Essen war sehr knapp, es wurde viel knapper als im Krieg, viel weniger. Obwohl wir das Glück noch hatten und 1000 Quadratmeter Grundstück ums Haus herum. Und alles, was bis dahin, also Blumen war und Büsche, wurde umgeholt zu Kartoffelbeete und Gemüsebeete, und damit man was zu essen hatte. Und außerdem, meine Mutter, wir hatten ein paar Hühner, und mein Vater war es im Juli dann zurückgekommen, die hat dann schon mal einen Huhn schlachten müssen, Kopf ab Affen, Holzbaum. Also naja, das war nicht so schön. Und Kaninchen hatten wir, aber ansonsten war es doch recht düster. Das, was wir brauchten, Zucker und so, hatten wir nie, das war immer weg und es war recht schlimm. Aber dadurch, dass wir ein paar Hühner hatten, kriegte ich immer die Aufgabe, mit den Eiern nach Hamburg zu fahren. Schwarzmarktgeschäfte waren groß drin, man musste ja irgendwie überleben. Hab 10 Eier mitgekriegt und hab die in der Innenstadt an eine Familie verkauft. Und hab pro Ei 10 Mark damals gekriegt. Und das war viel Geld und das hat meine Mutter gegen Zucker umgetauscht, weil uns das immer fehlte. Und Mehl auch mal, aber ansonsten ging das. Das war das eine. Das andere, dass meine Mutter gearbeitet hat. Und zwar wohnten in Wilhelmsburg zwar, aber wir sagten ausdrücklich nein, in Kirchdorf. Das war das östliche Wilhelmsburg. Und da waren die Bauern auch. Und dann haben die Bauern bei uns Zentnersäcke Bohnen gebracht, die wir abholen mussten. Arbeit war das und kriegten das bezahlt für das Abholen. Und wir als Kinder mussten mithelfen und tüchtig abholen, Bohnen abholen. Aber so haben wir zum Teil überlebt und es war natürlich kalt. Es waren kalte Winter. Zwischen war mein Vater auch gekommen und der hat Arbeit gekriegt bei der Lackfabrik Pflücker und hat die Lacke und Farben mit dem Kraftwagen rumgefahren, hat Sachen ausgefahren. Naja, und hat dann auch eben versucht, über die Runden zu kommen und hat es schon so ein bisschen getauscht auch. Aber wir selber haben ganz schön gefroren. Und da unsere Schule in Wilhelmsburg war, im August des Jahres waren alle zurückgekommen und da begann auch die Schule wieder. Wir hatten ziemlich weiten Weg vom Kirchdorf nach Wilhelmsburg rüber und das führte immer über die Eisenbahn. Ein Verschiebebahnhof Wilhelmsburg, der ist ja sehr bekannt. Und da ging es überweg. Und dann haben wir versucht, wenn der Waggon stand, Kohle zu klauen, auf gut Deutsch gesagt. Nicht? Also wir haben immer versucht, irgendwas mitzunehmen und kamen zu Hause immer mit ein paar Stücken Kohle an, damit man etwas zu brennen hatte. Aber das haben wir nicht nur auf dem Schulweg gemacht, sondern auch abends. Wir sind dort auf die Mengebrücke, eine Brücke, wo die ganzen Wagen da unterstanden mit Kohle und allem Möglichen. Und oben auf der Brücke standen immer Engländer, die es bewachten. Aber wir fühlten uns, wir konnten ein bisschen Englisch inzwischen. Und die waren froh, wenn sie mal jemanden dort fanden, der Englisch konnte. Und da haben wir die abgelenkt, mit denen Englisch gesprochen und währenddessen haben andere da Kohle gemopst. Ja? Denn auch natürlich umgekehrt. So hatten wir dann ein bisschen für zu Hause, für Kohle und solche Sachen gesorgt. Nicht? Also das war schon gar nicht ganz so einfach.